Ich muss sagen, ich bin noch nie über die Landesgrenzen hinaus und schon gar nicht bis auf Amerika. Ich weiß, dass es jeden Tag ein bisschen schwieriger wird mit dem Insta-Live, weil sie es halt immer mehr machen. Am Anfang war es noch nicht so überlastet, aber jetzt ist das Netz anscheinend damit recht überlastet. Aber bei mir steht jetzt unter, das sehen die wahrscheinlich nicht, warten auf Jolanda. Ja, da ist sie ja. Hoi. Hallo Jolanda. Hoi. Ich habe schon gedacht, vielleicht haben wir zeittechnisch irgendwie uns nicht ganz verstanden, weil wie spät ist es bei dir im Moment? Entschuldigung, meine Verbindung ist nicht so gut. Ich habe jetzt das Internet, es funktioniert aber nicht immer. Ich bin jetzt gerade da, aber kannst du deine Frage noch sagen? Jetzt habe ich es gerade. Ich sehe, es ist wahrscheinlich bei dir jetzt um die Mittagszeit rum, oder? Ja, genau, es ist 12 Uhr. Ja, okay. 12 Uhr am Mittag. Ja. 12 Uhr Mittag. Ich versuche gerade einen Ort zu finden, wo die Verbindung steht, wo sie nicht zusammengeht. Ja, solange sie da funktioniert, ist gut. Falls du mich nicht mehr hörst, ist ein Zeichen. Ich höre dich sehr gut. Eigentlich ist die Verbindung recht gut. Besser wie die ein oder andere, die ich diese Woche schon hatte, die gerade von nebenan ist, irgendwo in der Schweiz. Und du bist ja doch in North Carolina. Sind die denn so abgelegen im Moment? Oder dort, wo du bist? Ist euch ein Haus sehr abgelegen? Ja, wir sind recht abgelegen. Eigentlich im Haus haben wir gutes Internet, aber sobald man... Das Haus ist sehr abgelegen, aber man hat eigentlich gute Verbindung, solange man da in der Nähe vom Haus ist. Also da ist die Hauswand. Also, du bleibst jetzt. Sobald man weiter weg geht, wird es schwierig. Aber ja, ich versuche gerade noch einen Ort zu finden, was ein bisschen ruhig ist. An der Hauswand habe ich es recht okay gefunden. Es ist so okay. Schön mit dem Licht hinten dran. Weil dort ist es gegangen. Nein, ich glaube, an der Hauswand ist gut. Wunderbar. Ah. Geil, ist super. Jolanda, ich habe ganz viele Fragen bekommen und dir. Das ist super. Also ich weiß nicht, könntest du schon Feedback geben? Ich habe das Gefühl, man hört dich gut. Also jetzt würden ganz viele gerne haben, dass wir Englisch reden. Wir bleiben beim Schweizerdeutsch, weil es ist ja vor allem auf meinem Profil und dort ist es so ein bisschen... Schweizerdeutsch ist super. Ich habe schon genug englische Interview gegeben. Ich lese Zeit. Hey, wie geht es dir? Es sind ganz viele Fragen gekommen um deine Gesundheit. Du hast ja einen schweren Sturz gehabt. Wie geht es dir aktuell? Ja, mir geht es super. Ich habe wieder aufs Bike, ich habe wieder im Wald trainiert, eigentlich seit 2 Wochen jetzt. Ja, vorher bin ich 3 Monate lang sozusagen in Quarantäne von den Bike Trails gewesen. Also jetzt kann ich mich wieder draußen bewegen und so, da ist alles kein Problem. Da geht alles wieder super seit 2 Wochen und darum ja, genieße ich es umso mehr. Ja, vor allem halt, weil ich so lange musste drinnen bleiben. Darum ja, bin ich sehr froh, kann ich jetzt wieder voraus und mal mir geht es gesundheitlich wirklich gut im Moment. Und wie ist es denn, du sagst vorausgehen, wie ist es denn bei euch wegen Coronavirus? Wie fest sind ihr eingeschränkt aktuell? Ja, ich würde sagen, die Situation ist etwa ähnlich wie in der Schweiz, weil ja, es sind eigentlich alle Geschäfte oder so sind zu, haben alles, was nicht Essential Business ist, ist gesperrt. Also Bars und Restaurants und so weiter, die haben alle zu, aber eigentlich, man kann sich noch draußen bewegen, man darf joggen oder Velofahren oder was auch immer, das darf man eigentlich nach wie vor. Darum, ich denke, es ist etwas ähnlich wie in der Schweiz. Ich denke, im Bewusstsein der Menschen ist es noch nicht so stark angekommen wie in der Schweiz, weil man auch gesehen hat, dass diese Zahlen, die nachher so extrem aufgeschnellt sind, also ja, die USA hat im Moment am meisten Fälle auf der ganzen Welt und ich denke, es wird noch einiges mehr werden, aber ja, wir sind eigentlich von der Situation und von den Einschränkungen her, sind wir, würde ich sagen, auf dem gleichen Stand wie in der Schweiz. Und wie ist die Information bei euch? Also bei uns ist jetzt gerade heute der Bundesrat wieder informiert. Wie kommen ihr an die Informationen rund um Corona? Ja, ich glaube, die Schweiz macht einen absolut erstklassigen Job, was die Informationen angeht und wie auch die Bevölkerung informiert ist. Und ich glaube, die Schweiz ist absolut grossartig, wie sie mit dieser ganzen Krise umgeht und auch wie der Bundesrat informiert und auch was für Auflagen gibt. Und ich denke vor allem auch, wie sich die Bevölkerung daran hält. Also wenn es in der Schweiz Regeln gibt, dann halten sich einfach alle strikt dran. Und ich glaube, das ist ein riesen Vorteil, gerade in so einer Situation wie da. Und ja, in dieser Ansicht ist da in Amerika die Lage sicher anders. Es ist schon fast mehr ein politischer Machtkampf, wem glaubt man überhaupt und welche Informationen. Jeder erzählt fast etwas anderes. Es ist auch schwierig, zum überhaupt wissen, ja, was ist jetzt überhaupt
wirklich wahr. Und ich glaube, die Bevölkerung ist auch ein bisschen verunsichert, weil sie einfach nicht weiss, was stimmt überhaupt. Und ja, ich konsumiere eigentlich nur Schweizer Medien und dort hat man wirklich klare Informationen und weiss, was los ist. Und ich bin natürlich auch viel in Kontakt mit Freunde und Familie aus der Schweiz oder auch, ja, auch Kollegen aus Italien und Spanien und Frankreich und höre auch von allen denen, wie die Situation ist und ja, da hilft sich auch viel jetzt gerade da im Moment, ja. Dann klärst du jetzt sicher auch auf, die eben nicht so recht checken, um was es geht oder halt nicht alles glauben. Aber wie ist das jetzt für dich? Jetzt, meine, jetzt ist das Corona da, wir können die Eltern nicht sehen, nicht berühren zumindest. Du bist ja in einem anderen Land. Wie ist das für dich? Ist das schwieriger jetzt in dem Moment oder wie ist das? Also für mich war es mega cool, dass ich überhaupt noch hier hinkommen konnte, weil eben mein Freund wohnt da und wir haben schon seit Ewigkeiten plane ich, dass ich im April einen Monat lang sicher bei ihm sein werde. Und ich bin eigentlich wirklich am letzten Tag, wo die Grenzen noch offen waren, bin ich da hingeflogen. Und ja, 5 Stunden später ist nachher die Grenze zugegangen. Okay. Und es ist halt so, ja, im Moment natürlich überall auf der Welt gibt es Reisebeschränkungen. Also wenn ich jetzt nicht da wäre, dann würde ich die eh einfach nicht mehr gesehen bis auf unbestimmt, weil er könnte im Moment nicht in die Schweiz, ich könnte im Moment nicht in die USA. Darum, ja, ich bin mega froh, bin ich da im Moment. Es geht mir wirklich gut da, wo ich bin. Und ich bin viel in Kontakt mit meinen Eltern, die in der Schweiz auch sind. Und ja, aber ich genieße es sehr, dass ich auch da sein kann und fühle mich da so weit auch gut aufgehoben. Eben, wir sind da völlig auf dem Land draussen. Es hat nie eine Stadt in der Nähe überhaupt. Nur schon zum nächsten Supermarkt ist es 20 Minuten im Auto. Und wir sind da einfach ja, irgendwo so im Grünen draussen, wenn man da sieht. Ja, und darum, also ja, eigentlich alles, was wir machen, ist einkaufen gehen mit, sag mal, natürlich mit den Vorsichtsmaßnahmen und Abstand halten, aber sonst haben wir eigentlich Kontakt mit niemandem und darum fühle ich mich da ich relativ sicher aufgehoben. Mhm. Also wie fest kannst du wieder so ablaufmäßig trainieren? Ich meine, die Saison ist ja jetzt wahrscheinlich, ich weiß nicht, was ist da der aktuelle Stand? Ich nehme an, die ist gecancelt, oder, im Moment? Also für dich, ja, also, sowieso, du hast eh Pause gemacht oder wegen der Verletzung, aber allgemein? Ja, also ich hätte eigentlich gleich wieder angefangen, wegzufahren. Eben eigentlich jetzt in 2 Wochen kann ich wieder gerne alles machen, kann ich wieder mein volles Training absolvieren, was schon sehr viel wert ist. Und ja, ich meine, die Olympischen Spiele sind verschoben worden, das ist sicher mal die grösste Veränderung für die Saison. Und wie der Rest der Saison weitergeht, da weiss im Moment noch gar niemand. Mhm. Da kann ja niemand voraussagen. Und natürlich, wir hoffen alle darauf, dass wir hoffentlich im Sommer oder gegen Ende Sommer, Anfangs Herbst, gleich noch wegkämpfen können. Aber ja, im Moment ist das extrem ungewiss und weiss wirklich niemand, was da passieren wird, ob da ja überhaupt noch irgendwelche Wettkämpfe stattfinden werden. Und ja, im Moment kann da niemand voraussagen, ja. Trainierst du jetzt anders, wenn man nicht weiss, wie es weitergeht? Oder ist es so, oder wie tut man sich jetzt vorbereiten? Du tust dich jetzt langsam wieder in deine Form ansteigen, oder nach der Verletzung. Aber kannst du dich da motivieren, wenn du nicht weisst, wann ist das nächste Rennen? Ja, ich denke, meine Situation ist sicher anders als 99% von allen anderen Athleten. Ja, ich meine, für mich war es so, ich habe eigentlich 3 Monate Quarantäne hinter mir und ich freue mich einfach riesig. Kann ich überhaupt wieder von raus, kann ich überhaupt wieder aufs Bike und Trails fahren? Und für mich ist das Schönste auf der Welt und da genieße ich volle Züge, egal ob jetzt Olympia ansteht oder nicht oder egal was jetzt gerade passiert. Und ich meine, jeder Hobbyfahrer, der irgendwie 50, 60 ist, der hat auch nicht Olympia als Ziel und der geht gleich Velo fahren, einfach weil er es gerne macht. Und ja, der, ich finde, ich bin jetzt in einer ähnlichen Situation. Also ich kann gerne Velo fahren, ob ich jetzt gerade einen mega Wettkampf haben, der kommt oder nicht. Und ja, ich genieße es einfach in vollen Zügen. Und ja, eben gerade weil ich da lange nicht mehr machen konnte, ist es für mich ja, jetzt wunderbar, dass ich da überhaupt wieder machen kann. Es ist fast beneidenswert, wenn man dir zulässt, mit was für, wie du unglaublich intrinsisch motiviert bist, einfach die Freude zum Velofahren. Was hast du das Gefühl, wie kann das sein, dass du das so fest immer noch, wie ganz am Anfang, kannst können beibehalten? Was hast du richtig gemacht, dass vor allem die Freude immer noch im Vordergrund steht?
Ja, für mich ist das wirklich das Wichtigste am Ganzen, zum Freude haben am Training und an dem, was man macht. Und es gibt viele, die mega krass, extrem trainieren und die sind dann ein Jahr lang mega gut und gewinnen alles und Wahnsinn. Und im nächsten Jahr sind sie nicht einmal mehr da und nachher verschwindet es einfach völlig von der Bildfläche. Und für mich ist das einfach nicht der richtige Weg. Ich finde einfach, ja, du musst jetzt etwas machen, wo sustainable ist, also wo du kannst ja weiterführen und wo du auch mit gutem Gefühl machst und wo du ja, ich meine, vielleicht gewünscht nicht in einem Jahr alles geht mega krass, aber dafür kannst du es über Jahre und Jahre und Jahre machen und vor allem machst du es mit Freude und machst es, weil es da ist, was du willst und nicht wegen irgendwie wegen dem Geld oder wegen irgendwas, sondern weil es da ist, was du willst. Und ich glaube, das ist schon immer meine Motivation gewesen. Und ich kann mich erinnern, ich bin mal irgendwie, als ich 15 war, bin ich mal eingeladen worden an eine Sportschule, um einen Vortrag zu machen über ja, das Mountainbiken und halt, was ich so mache. Und ich weiß nicht, ich glaube, 70% von diesen Schülern sind Fußballer gewesen. Die sind alle etwa ja, 12 gewesen. Das ist, glaube ich, eine Oberstufenklasse gewesen. Und ich habe da vom Mountainbiken erzählt. Und nachher hat so einen kleinen Bub aufgestreckt und gefragt so, ja, und wie viel verdienst du denn da im Jahr mit dem Mountainbiken? Und ich so, ja, nichts. Also, ich habe keinen Rappen verdient mit 15, ich verdienst du keinen Rappen im Mountainbiken. Mhm. Und der schaut mich an und so, ja, wieso machst du es denn? Und für den ist ja die einzige Motivation gewesen, zum Fußballspieler zu werden, viel Geld verdienen, berühmt werden und ja, das ist ihm sein Ziel gewesen. Und für mich war das so gewesen, wow, cool, schön wie die, ich mache es, weil ich gerne Velo fahre und ich muss keinen einzigen Rappen damit verdienen, ich will es genau gleich machen, ich mache es, weil ich Freude daran habe, weil ich es am liebsten mache. Und ja, ist für mich ein guter Moment gewesen, um mir einfach nochmal klar zu werden, ich weiß, wieso dass ich das mache. Natürlich auch ein grosses Geschenk, gell, wenn man so eine Leidenschaft hat und sie dann auch so kann leben. Was hast du das Gefühl? Es ist ja immer noch so, dass viel mehr Männer biken wie Frauen. An was liegt das? Ja, es ist sicher mehr ein Männersport, das ist ganz klar. Also, weil, ich meine, auch wenn du als Kind irgendwo reingehst in einen Club oder so, sind sicher mal einfach 80% im Buben und du bist vielleicht das einzige Mädchen, das dort ist. Und dann, ja, um dich dort zurechtfinden und zu schlagen, das ist sicher auch eine Herausforderung. Und ich hatte sicher das grosse Glück gehabt, dass meine Eltern so viel Zeit investiert haben und jede Woche parat gestanden sind und die Gruppe von Kindern geleitet haben. Und ja, schlussendlich, jeder, sage ich mal, in der Schweiz könnte, also weißt du, es ist nicht so, dass meine Eltern irgendetwas einen Vorteil hatten. Sie haben 100%, mein Papi hat 100% gearbeitet und hat da immer nebendran gemacht. Und ja, hat da einfach durchgezogen. Und es ist einfach so, da hat mir so viel geholfen, da hat mir so eine Freude gemacht, weil ich halt jede Woche können mit dieser Gruppe trainieren konnte. Und ja, du brauchst nicht irgendwie das beste Material oder alles Schönste und Beste, sondern du brauchst vor allem einfach ein Umfeld, wo du dich wohlfühlst. Und ja, es ist extrem viel wert, dass meine Eltern da so viel investiert haben. Und ja, schlussendlich, es gibt so viele Eltern, die mit ihren Kindern Velofahren gehen. Und ich glaube, es wird so viel bringen, ja, wenn einfach die auch sagen, ja, wir machen eine Gruppe oder wir bieten da an für unsere Kinder. Und sicher, es ist ein mega Aufwand. Und gerade wenn du 100% schaffst und du weißt, jede Woche musst du am Mittwoch Nachmittag stehst du einfach parat oder halt am Mittwochabend oder ja, und es ist mit Aufwand verbunden, aber es ist Zeit, die du investierst und nicht Geld. Und ich glaube, ja, da hat mir so viel gebracht, dass ich einfach die anderen Kinder hatte und wir hatten es lässige miteinander und ich habe mich immer gefreut, um Velofahren zu gehen. Ja, und ich glaube, du bist ja jetzt auch ein Vorbild für junge Mädchen. Ich habe das Gefühl, das könnte schon eine Verschiebung geben, dass mehr junge Mädchen oder Teenager Lust haben, um so richtig auf ein Bike, wenn man dich sieht und dich auch ein bisschen verfolgt, oder? Ja, also ich meine, es ist sicher eher ein Männersport, weil es ist halt ja, relativ rauch und du bist im Dreck und ja, du fährst halt über Sachen, aber ja, du brauchst auch sicher ein bisschen Mut, um da alles zu machen. Aber ja, es ist auch etwas, was extrem Spass macht und du musst überhaupt kein Bub sein, um an dem Spass zu haben. Es ist für jeden cool und wir haben auch, ich habe immer im Sommer so ein Event, wo ich mit Frauen biken gegangen über mehrere Tage. Das heisst Your Ladies Bike Days und das ist ein mega lässiger Anlass, weil
es sind nur Frauen dort und wir lernen miteinander. Am Morgen haben wir so Fahrtechnikkurs und lernen ein bisschen, ja, wie geht man mit seinem Bike um. Und am Nachmittag machen wir eine Tour im Gelände. Und ja, ist mega cool, dass wir das so machen können. Und Corner Card, wo mein Sponsor ist, die unterstützen das voll und ganz. Und es braucht natürlich auch Sponsoren, die so hinter dieser Idee stehen, sonst kann man das gar nicht umsetzen. Und ich finde es mega, mega cool, können wir das machen. Und je länger, je mehr kommt da einfach... Ja, gibt's einfach immer mehr so eine Bewegung und ich glaube, haben auch immer mehr Frauen Freude daran. Das ist cool. Hey, ich sehe, da kommen ja Liebesschwüre zu dir, hey, von der ganzen Welt, die da schreiben, I love you, I love you. Wie geht dein Freund mit dem um? Weiss er von dem, dass du so überall, oder will you marry me und das ist ja unglaublich. Aha, ich habe gar nicht mitgelesen. Ich bin mit Schwätzen beschäftigt. Ja, aber... Ja, also mein Freund fährt ja selber auch Bike und er weiß, also er kommt ja schon alles mit über. Wie ist es, weiss man dort, wo du wohnst, wer du bist oder wer ihr seid? Erkennt man euch im Supermarkt oder so? Weiss man, dass man da mit Weltstars zu tun hat? Ja, du musst meinen Film schauen, dann gehen wir in den Supermarkt. Hey, genau, das ist ja, darum bin ich auch draufgekommen, die ist ja völlig übergekehrt. Erzähl mal, du bist ja jetzt unter Schauspieler. Erzähl mal, was ist das für ein Filmprojekt? Yolanda, wie heißt es? Yolanda Land. Genau, ja. Ja, ist mega cool. Ja, da ist jetzt eben gerade die erste Episode rausgekommen. Gestern Abend und ja, wir gehen dort in den Supermarkt. Und ja, ist mega lustig, sie hat noch mega viele Kommentare gegeben, nachdem was gesagt haben, ist eigentlich ein bisschen hart für deinen Freund, weil er geht schon immer in den Supermarkt und ihm fragt wahrscheinlich nie, wo er herkommt und du gehst einmal und schon fragen zu dir, wo bist du her und können wir ein Fötchen machen und alles. Und, ja, genau. Aber, die grossen Schweiz-Fans, also die sind ja verstorben, nur weil du aus der Schweiz bist zuerst mal und genau. Dann haben sie irgendwie noch gecheckt, Ja, also es ist wirklich unglaublich cool, was die Schweiz für ein Image hat auf der ganzen Welt. Also egal, wo du ankommst, wenn du sagst, ja, I'm from Switzerland, dann haben eigentlich alle Freude. Und it's so beautiful und the mountains und da. Und ja, ist mega, mega cool, was die Schweiz eigentlich wirklich auf der ganzen Welt für ein Image hat und wie sich die Leute auch freuen und alle sagen, sie wollen mal dort ankommen in die Ferien und ja. Das ist echt mega cool, aber ja, das ist eben unser neues Filmprojekt, jetzt ist eben gerade die erste Episode rausgekommen und wir haben schon mega lange an dem gearbeitet, wir haben schon vor über einem Jahr mit dem angefangen, eigentlich mit dem Gedanken, dass eben mich eigentlich das Filmteam begleitet auf dem Weg an die Olympischen Spiele, wo jetzt natürlich verschoben worden sind, darum, wir sind auch jetzt ein bisschen am Improvisieren, das war jetzt mal die erste Episode gewesen, wo wir so oder so veröffentlichen haben wollen um diese Jahreszeit und ja, jetzt schauen wir dann, wie es weitergeht. Mhm. Wie ist es denn, ihr müsst wirklich das mal schauen, das Film ist auf deiner Seite, auf deinem Instagram-Profil. Ja. Also sehr witzig, noch mit den Brüdern von deinem Freund und seiner Partnerin und ihr auf dem TÜV. Bist du viel am TÜV fahren, so wie es aussieht, mit deinem neuen TÜV, oder? Ja, genau, jetzt kann ich endlich wieder. Weil das war am Tag, bevor wir meinen Sturz hatten, wo wir den TÜV gekauft haben. Und wir haben ihn noch gar nicht ausprobieren eigentlich. Und jetzt, ja, letzte Woche bin ich jetzt zum ersten Mal gefahren. Das war mega cool, da hatte ich mega Freude. Da konnte ich den endlich mal ausprobieren. Und das ist halt wirklich etwas, wo ich noch nie vorher so gemacht habe. Und mein Freund fährt TÜV oder Motocross, seit er 2 oder 3 Jahre alt ist, wirklich schon fast, wenn er kaum hätte laufen können, hat er so einen kleinen TÜV gehabt. Und er ist schon sein Leben lang Motocross gefahren, nicht wettkampfmäßig, aber einfach zum Vergnügen und hat mega, mega gern. Und ja, ich bin jetzt auch ein paar Mal mit dem mitgegangen und es war echt eine mega coole Erfahrung gewesen. Und hast du nicht Angst, dass du zu wenig bikest? Also, dass du zu viel mit dem TÜV unterwegs bist und zu wenig trainierst, wenn dir das so Spass macht? Ja, also jetzt im Moment habe ich gedacht, wenn ja gar keine Wettkämpfe sind, muss ich es auch nicht so eng sehen, wie jetzt einmal mehr gegangen, Motocross fahren oder biken. Und ich glaube, im Moment ist auch die ideale Zeit, wo ich mal ein bisschen so Sachen ausprobieren kann. Natürlich immer mit dem richtigen Mass an Vorsicht, aber ja, da habe ich auch, es ist auch nur ein kleiner TÜV, den wir da haben. Also eben der hat nicht einen grossen Motor jetzt und ja, ich nehme es auch vorsichtig. Aber ja, darum im Moment genieße ich es auch, dass ich mal ein bisschen so Sachen ausprobieren, für das kann meine Zeit einsetzen. Wie ist es denn jetzt, zum Beispiel, ich meine, du musst ja auch immer recht auf die Ernährung schauen, gar nicht mal davon aus, wenn du so ein Profisport bist. Ist es jetzt dort auch alles ein bisschen lockerer, wenn jetzt gerade eben keine Wettkämpfe angesagt sind? Ist es allgemein so ein bisschen mehr Zeit, um ein bisschen zu geniessen?
Ja, sie kann ich mehr Zeit zum so ein bisschen geniessen und auch zum Bachen. Ich tue eigentlich mega gerne Bachen, aber meistens komme ich gar nicht dazu. Aber ja, gestern Abend habe ich gerade eine Äpfelweihe gemacht. Und ja, sicher freut ja, wenn ich alle so, ich mal alle so Sachen machen oder ausprobieren. Und ja, die Ernährung ist sicher gleich wichtig, aber vielleicht nicht so ganz so 100% so strikt wie jetzt während der Olympiasaison. Wie ist das, was vermisse ich am meisten aus der Schweiz? Es klingt jetzt so nach Äpfelweihe, Brot und das, was man so schon noch in der Ferien vermisst. Oder was ist es neben den Menschen natürlich, was du am meisten vermisst? Definitiv der Zopf. Ein Sonntagszopf für mich sind definitiv. Meine Kollegin hat mir letzten Sonntag ein Bild geschickt, wie sie selber Zopf gebacken hat. Und dann musste ich sagen, ah, da müsste ich jetzt genau auch anfangen eigentlich. Und mein Bruder ist auch mega gut im selber Zopf machen. Und das ist jetzt mein nächstes Projekt, dass ich mal einen Zopf mache. Weil da findet man definitiv nicht hier in den Läden. Und auch, ja, ich meine, so Brot wie in der Schweiz, ich glaube, da findest du nie nichts auf der Welt. Und bei uns zu Hause ist mega cool. Wir können wirklich zu Fuß zu der Bäckerei laufen. Am Morgen ist weniger als 5 Minuten zu Fuß. Und da zum nächsten Supermarkt ist 20 Minuten im Auto. Darum ist sicher eine ganz andere Situation. Und Brot findest du auch dort im Supermarkt nicht. Darum ist sicher das, was ich im Moment am meisten vermisse. Und das ist definitiv das, was ich das nächste Mal selber machen muss. Also ist das richtig, sind in dem Haus du und dein Freund und der Brüder und Freundin und rundum einfach keine Nachbarn? Also Nachbarn hat schon, aber es ist halt sehr ländlich. Also Wälder, einfach viel Wälder, viel Wald, große Wiese. Es hat schon Nachbarn, aber wenn du jetzt da der Straße noch weitergehst, hat es einfach mal zuerst Kühe und Röstli und Felder und ja. Also die Wälder sind halt einfach riesig. Also wenn du jetzt wärst bei uns daheim, St. Galler Rintal, da wäre jetzt einfach ein Wald. Einfach Wald. Einfach, du kannst wirklich stundenlang kannst mit dem Velo fahren und du bist einfach im Wald. Im gleichen Wald. Ohne rauszukommen. Bei uns wärst du in dieser Zeit am mindestens, ich weiß nicht, 700 Häuser vorbeifahren. Aber das ist ja super. Wie ist das, was auch noch oft eine Frage kam, ist was sind so deine Lieblingsorte in der Schweiz zum Biken? Wo gehst du am liebsten? Also am liebsten bei mir daheim, weil da kenne ich halt einfach alles. Da kenne ich jedes kleinste Weg und jeden Trail und weiss genau, wo ich hingehe, weiss genau, wie steil das ist oder wie, wo das ich hinkomme. Und ja, am allerliebsten gehe ich mit meinem Papi Velofahren, weil er ist auch mein Trainer und dann ja, machen wir eigentlich die schönsten Touren miteinander. Und etwas, was ich sicher mega viel fahre, ist der St. Anton, oberhalb von Altstetten. Mhm. Das ist so unser Hausberg, der ist 1100 Meter und wir wohnen auf 400 Meter. Darum ja, ist ein idealer Aufstieg. Und, ja, gibt mega viele verschiedene Möglichkeiten, um dort hinzufahren. Und ja, das ist sicher eine von meinen liebsten Trainingsrunden. Und ich bin auch sonst mega gerne in der Schweiz am Biken. Ich meine, es ist umwerfend, wenn wir für Berge haben, sei es jetzt im Engadin oder im Wallis oder im Tessin oder in der Innerschweiz oder egal wo. Ich glaube, es ist ja da, wo wir in der Schweiz haben, ist einfach wahnsinnig, wahnsinnig schön. Und da, ja, ist für mich ist es der absolute Traum und ich genieße es jedes Mal, wenn ich in der Schweiz kann, wieder fahren. Wie sieht denn das aus? Also wohnst du jetzt dort und bleibst immer mehr zählt ab in der Schweiz? Oder was ist denn der aktuelle Stand oder so in die nächste Zukunft? Also im Moment kannst du natürlich nicht, ist klar, kannst nicht reisen. Aber ist das dein neuer fester Wohnort? Nein, ich wohne in der Schweiz. Also, und ich bin Schweizerin und werde auch in Zukunft in der Schweiz wohnen. Aber ja, ich gehe einfach. Im Moment bin ich jetzt einfach da für einen Monat, weil ja, schlussendlich einfach für eine Woche auf Amerika fliegen lohnt sich nicht wirklich. Darum, ja, jetzt im Moment bin ich einfach da und bin ich vorläufig mal da. Aber ich wohne fix in der Schweiz und werde auch weiterhin. Jetzt, wenn du so ein bisschen Zeit hast, eben, es ist noch kein Wettkampf gerade in der ersten Zeit, jetzt bist du so ein bisschen mit dem Filmprojekt noch beschäftigt, aber machst du da so Gedanken, so in der näheren oder weiteren Zukunft? Also über Wettkämpfe meinst du jetzt? Also ganz allgemein. Ganz allgemein geht es mal gut. Ja, ganz allgemein. Also nein, ich meine,
ja, ich fühle mich mega wohl in dem Team, wo ich bin. Bei Track Factory Racing ist mein Team, mega coole Leute dort. Und ich freue mich echt über die Zusammenarbeit mit denen. Und ja, fühle mich mega gut aufgehoben dort. Und ja, ich meine, Wettkampf, was das da jetzt als nächstes kommt oder passieren wird, da, ja, da kann ich im Moment gerne immer sagen. Ich genieße es im Moment zum Velofahren, nachdem ich so lange nicht mehr können. Und ja, mir geht's so weit gut. Und ja. Und wie ist das? Also weißt, fährt jetzt da Angst mit mir oder ist es total auf die Seite können tun? Deine, was hast du, Milz gerissen? Also ziemlich gröbere Verletzung einmal. Ist das, merkst du eine Veränderung, dass die langsam hast müssen da tasten oder ist das im Kopf irgendwie ist es ähnlich wie vorher, so dass du gar nicht groß daran denkst? Ja, also mir geht es eigentlich super und auch als ich das erste Mal wieder zurück war auf dem Velo, ich habe mich gerade wieder mega wohl gefühlt und ja, eben, ich war auch erst nach 3 Monaten wieder das erste Mal auf dem Bike gewesen, und habe überhaupt können auf Trails fahren. Darum ja, ist das sicher auch in einem Moment gewesen, ja, wo ich ja wieder eigentlich, wo alles verheilt war, eben meine Rippen, meine Lungen, meine Milz, ist eigentlich alles wieder gut gewesen. Darum körperlich habe ich mich super gut gefühlt, ich habe mega Freude gehabt und ich habe eigentlich auch wieder voll das Gefühl gehabt auf dem Bike. Und da, wo ich sicher am ehesten noch merke, ist, dass ich einfach die Muskeln nicht mehr habe. Von dem eben, ich meine, wenn es holpert oder schlägt, dann brauchst du auch Muskeln in den Armen oder im Rumpf oder auch in den Beinen, ist es ganz eine andere Belastung, weil wenn du einfach auf dem Sattel sitzt und ein pedalieren tust, in dem Sinn, egal jetzt wie schnell, es ist einfach eine komplett andere Belastung und sicher spüre ich, dass von den Muskeln her sicher, ja, geht es noch eine Weile, bis meine Muskeln einfach wieder auf dem gleichen Stand sind und bis ich einfach physisch wieder gleich fit bin, aber psychisch geht es mir sehr gut und ja, habe ich mir da auch schon wirklich einplanen gehabt, dass ich mal die Zeit nehme, um jetzt im April wirklich investieren, um mich wieder technisch an mein Level ankommen, wo ich vorher war. Und mal fühle ich mich wirklich sehr, sehr gut auf dem Bike und ja, habe ich Freude. Das ist doch schön zu hören. Wie ist es? Also dein Vater ist, glaube ich, immer noch der Trainer, oder? Du bist aber ein anderes Team, aber bist immer noch ein Trainer. Macht er irgendwie so Kontrollanrufe oder irgendwelche, schickt er dir Übungen oder wie ist das jetzt im Moment? Also ein Kontrollanruf sicher nicht, weil ja, schlussendlich ja, muss ich mein Training machen, aber ich meine ja, wir telefonieren viel miteinander, mit meinen Eltern, auch über Skype und ja, sind wir sicher viel in Kontakt und schätze es auch sehr, mit denen mich auszutauschen und ja, aber ja, habe ich sicher im Moment auch genug Sachen, die ich trainieren kann und gibt er mir auch Inputs, die ich machen kann im Training und auch von der Nationalmannschaft von Swiss Cycling aus. Mit unserem Nationaltrainer Edi Telser, er hat auch immer Ideen, was wir machen können oder sollten. Oder, ja, darum sind wir dort sicher auch mega gut aufgehoben. Also ja, ich fühle mich im Moment echt in einer prima Situation und kann mein Training so verfolgen und ja, ist sicher ideal. Und du bist natürlich auch jemand, der selber einfach auch Lust hat zum Trainieren, oder? Das meine, muss man ja, das gehört man ja, du machst es ja wahnsinnig gerne. Hey, jetzt stehen Ostern bevor, wie viele dir Ostern? Ja, eigentlich gerne. Ich will eigentlich nicht etwas planen. ja, eigentlich nicht in dem Sinn, der Präsident hätte ja wollen, dass da wieder alle Kirchen voll sind, aber ich glaube nicht, dass das passieren wird. Aber ich auch nicht. ja, darum nein, wir will eigentlich gerne nicht planen. Hast du Schocki Häsli aus der Schweiz oder so? Nein, eigentlich nicht direkt. Eigentlich habe ich noch kein Schocki Häsli gekauft. Und nein, wir haben eigentlich jetzt wirklich, ja, ehrlich, gar nichts Spezielles geplant. Ja. Wirklich nicht, ja. Ich glaube, das ist ja bei uns ein bisschen speziell mit den Ostern. Gell? Das ja, aber ja. Hast du etwas geplant? Ja, du, das Osternestchen verstecken, aber viel mehr, glaube ich, nicht. Ja. Ostereier gefärben haben wir jetzt das ja gar nicht gemacht. Aber, ja. Kannst du jetzt noch im Radiostudio arbeiten oder machen die alles von daheim? Also wir, einfach die, die moderieren, die sind im Studio. Die, was wirklich, also die, was braucht im Moment einmal noch, ist es so. Und sonst sind, ist sehr viel, machen Homeoffice. Ja. Aber jetzt wohnen wir 80er-Tag und das wird mega cool. Mit alles 80er-Sound, was die Leute gewünscht haben und so, kann man mal Corona vergessen und einfach ein bisschen Party machen. Das ist wirklich cool. Da freue ich mich. Mega gut. Ja, das ist cool. Hey, am Freitag, am Karfreitag, ist ja, also morgen ist eben drum, genau wegen dem 80er-Tag, ich habe nur keinen Gast. Ich habe also jetzt immer am 6. mit jemandem geredet. Du bist jetzt die erste außerhalb der Schweizer Grenze, was mega cool ist. Und ich habe gar nicht gewusst, dass das so easy klappt. Wirklich toll.
Und, ja, das Internet ist nicht abgelegen. Ja, wirklich super. Und am Freitag ist der Claude Bachmann da. Das ist, er ist Jugendseelsorger und macht jetzt aber auch digitale Seelsorge. Hast du noch eine Frage an ihn? Ja, mich würde wundern, ob er auch meditieren mit seinen Leuten oder mit wer immer er da in Kontakt ist. Weil, ja, ich glaube auch eben in dieser Zeit jetzt, wo alles schlussendlich stillsteht, ist ja eigentlich die ideale Zeit, um ein bisschen zur Ruhe zu kommen und sich selber zu finden. Und ja, man hat keine Termine mehr, es ist wirklich eine komplett andere Situation, wie irgendjemand erwartet hat. Und darum, ja, mich würde wundern, ob er jetzt da auch gerade für so etwas nutzt und ob er jetzt da mit seinen Leuten meditieren tut, ob das Teil von ihm, seiner Seelsorge jetzt im Moment ist. Coole Frage. Wie ist denn bei dir, tust du meditieren? Also ich selber nicht, eine Kollegin von mir ist voll am Meditieren oder ist voll gut im Meditieren. Also das ist meine Physiotherapeutin Celia, sie ist mit mir am Weltcup unterwegs und im Teamtrainingslager und sie hat auch selber eine Praxis, wo sie auch meditieren. Also jetzt denke ich, ist die Situation auch anders, aber normalerweise hat sie auch meditieren mit ihren Leuten und sie hat gesagt, ja, wir machen mal eine Meditation machen miteinander jetzt über das Telefon halt. Genau. Ich habe wirklich keine Erfahrung im Meditieren, aber sie hat mir da eigentlich vorgeschlagen und ich habe gefunden, Moll ist eigentlich wirklich noch eine ganz coole Idee und jetzt ja, will ich da mal den ausprobieren mit ihr zusammen. Ja, so wie ein Livestream geht es tiptop. Jetzt Fräulein Dacapo ist gestern, sie hat noch eine Frage für dich hinterlassen, nämlich, welche Superkraft hättest du gern? Ich hätte gern, würde mich gern können von einem Ort als nächste beamen. Dass ich nicht mehr muss, weil Reisetage sind immer sicher da, wo extrem anstrengend ist, vor allem wenn du mit so grossen Velokoffer unterwegs bist und da durch den Bahnhof und durch den Flughafen durch musst. Darum, ich würde es mega cool finden, wenn ich so ein Kabinett hätte, ein möglichst grosses, wo ich einfach rein mit meinem ganzen Gepäck und dann meine Superkraft aktivieren und alles im Raum und mich selber transferiert auf einen anderen Kontinent. Das wär super. Hätten wir auch ein paar Klimaprobleme weniger, gell? Das wäre wirklich toll, an dem müssen wir schaffen. Ja, das wäre genau. Cool. Ja, ich glaube sowieso mit der ganzen Situation im Moment haben wir die beste Klimaaktion ever, die sogar in 50 Jahren nicht stattgefunden hat. egal wie viel Aktivismus das geht, ich glaube, der Coronavirus ist der beste Klimaaktivist, was ich gegeben hat. Ich hoffe einfach, dass nachher nicht nur noch die Wirtschaft im Mittelpunkt steht und man das Klima komplett vergisst. Aber für den Moment ist es sicher das Beste, was passieren kann. Also wohlbemerkt, neben allem Tragischen. Genau, natürlich. Und ja, es ist eine mega gute Frage, wie da alles wieder nachher in Gang kommen wird und wie sich da alles verändern wird. Und ja, ich glaube, die ganze Situation, da wird noch über Jahre und Jahre einen Einfluss haben auf die Wirtschaft, auf die Globalwirtschaft, auf alles. Und ja, ich glaube, im Moment kann man sich da noch gar nicht ausmalen oder weiß man noch gar nicht, wie da rauskommen wird. Und ja, ich hoffe einfach, es wird möglichst schnell wieder für alle Leute, eben gerade auch die Leute in Italien, Frankreich, Spanien, die nicht einmal mehr voraus können. Ich hoffe einfach, es wird möglichst wieder zur Normalität zurück, weil ich glaube, es ist echt extrem für die Leute und ja, es ist echt eine wahnsinnige Situation und ich hoffe einfach, es wird alles möglichst gleich, wie möglich irgendwie wieder, ja, zurück zur Normalität, ja. Jetzt doch noch schnell. Ah, jetzt bist du noch da. Nur noch eine Frage, die letzte. Wie ist das mit was hast du das, ja, jetzt gehört wieder. Was hast du das Gefühl, macht das etwas mit Amerika, das Ganze? Also, weißt, hast du das Gefühl, es gibt ein Learning daraus, die Leute rücken näher zusammen? Hast du da irgendeine, weil da in der Schweiz haben wir so ein Gefühl, vor allem die Nachbarschaft, Liebe oder einfach auch Solidarität, nimmt zu, es hofft man, dass das nachher auch so bleibt. Hast du irgendwie ein Veränderungsgefühl, das passiert im Moment in Amerika oder auch eine Veränderung gegenüber vielleicht jetzt gerade dem Präsidenten oder spürst du da irgendetwas? Ja, ich muss sagen, ich bin da relativ weit weg eben von irgendwelchen anderen Leuten oder auch zum überhaupt die allgemeine Stimmung wahrnehmen. Ich denke, ist da noch relativ schwierig, weil ich gar nicht so direkt in Kontakt bin mit wirklich ja, viel von der Gesellschaft oder auch eben wegen der aktuellen Situation ist die Gesellschaft
sehr limitiert, aber ja, ich denke, da in Amerika ist einfach, ich habe fast ein bisschen Angst, dass die ganze Situation politisch genutzt wird oder genutzt werden wird. Und das ist eigentlich sehr schade, weil es geht um Menschenleben und es geht wirklich darum, zum Menschenleben retten. Und ich habe fast ein bisschen das Gefühl, es wird instrumentalisiert oder jeder will noch seine Botschaft durchgehen und möglichst schnell das sich selber in ein gutes Licht drücken. Ich weiß nicht, das ist einfach so ein bisschen mein Eindruck. Ich weiß nicht, wie es effektiv ist. Eben, ich bin da sehr, sehr am Rand. Ich bin grundsätzlich sehr interessiert, weil die Welt passiert und vorgeht und verfolge es auch so gut, wie ich irgendwie kann. Aber ja, ich hoffe einfach, dass da eben da, wo man von New York gehört, ist es schon sehr, sehr tragisch dort. Und ich hoffe einfach, dass möglichst schnell der Rang gefunden wird da auch, dass man wirklich sich aufs Wesentliche konzentrieren kann und dass nicht irgendwelche Botschaften im Vordergrund stehen oder etwas wird genutzt werden. Und ja, ich kann einfach nochmal sagen, ich glaube, die Schweiz macht einen absolut, absolut hervorragenden Job. Und ja, alle Leute in der Schweiz sind da absolut vorbildlich. Der Bundesrat ist absolut gewachsen in dieser Situation auch und das ganze Gesundheitssystem. Man merkt einmal mehr, wie unheimlich gut es geht in der Schweiz. Ja, da in Amerika sind 30 Millionen Amerikaner, haben nicht einmal eine Gesundheitsversicherung. Und man fragt sich einfach, wie es da rauskommen wird. Ich hoffe einfach auf das Beste und ich muss sagen, ja, die Schweiz macht es absolut super und wir sind echt mega, mega froh, sie steht dieses Land. Ja, so zusammen. Genau. Hey, Jolanda, danke vielmals. Das hofft natürlich alles auch. Ich habe auch gesehen, dass du auch schon ein Video mal hochgeladen hast und so ein bisschen Stellung genommen hast zu der aktuellen Lage. Finde ich auch mega wichtig, dass man auch so Botschaften gehört von dir. Und ich freue mich schon auf dein nächstes Video. Wann kommt das? Wann wird das hochgeladen? Episode 2? Du musst die Episode 1 schauen, dort wird es angekündigt, dass Episode 2 kommt. Und am 5. Mai. Wenn du Episode 1 schaust, bis am Schluss, dann kommt dort Episode 2 und am 5. Mai. Und, okay. Ja, ich bin sicher, die Situation ist ernst und alles und man muss sich an Vorschriften halten und an alle Regeln geben, aber man darf auch nicht vergessen, zum Lachen und zum einfach froh sein, man schlussendlich, ja, das, was einem am Schluss verrückt macht, ist, wenn man nur noch sich immer weiter im Teufelkreis runterbewegt. Man muss sich einfach auch wieder aus dieser Spirale rausholen können, sich gegenseitig zum Lachen bringen, den Kollegen anrufen, miteinander über etwas Cooles reden und ja, auch mal etwas Lustiges machen oder erzählen oder irgendeinen Witz, egal was auch immer. Und ja, den guten Mut so gut behalten, wenn es irgendwie geht in dieser Situation. Und mal, ich freue mich sehr, am 5. Mai kommt mein zweites Video raus und ja, falls ihr das erste noch nicht geschaut habt, müsst ihr es unbedingt schauen, ist auf YouTube und den Link findet ihr auch im Instagram und ja. Genau, dann sehen wir auch, dass das wirklich fast übergefallen an der Supermarktkasse, wo du erzählst, dass du aus der Schweiz bist und überhaupt und wow und sowieso. Das ist cool. Hey Jolanda, danke vielmals, hast du dir Zeit genommen. Alles Gute euch, bleibt gesund und einen lieben Gruß zu euch. Tschüss, danke. Ja, danke vielmals, Woche ja, ich tschüss. Ja, ich lässig ja, wünsche dir auch einen guten Tag und habt euch Sorge und bleibt fröhlich. Und ja, danke vielmals fürs Gespräch und für die Einladung. Danke vielmals. Tschüss, Jolanda. Tschüss, Jolanda. Danke, ciao.